Wusstest du, dass der menschliche Darm über 100 Millionen Nervenzellen enthält und oft als unser zweites Gehirn bezeichnet wird? Oder dass die richtige Balance von Nährstoffen entscheidend für die Heilung und Gesundheit unseres Körpers sein kann? Diese faszinierenden Fakten sind nur ein kleiner Teil dessen, was die moderne Darmforschung zu bieten hat. In unserem heutigen Interviewausschnitt spricht Dr. Kai Bredehorst über die neuesten Erkenntnisse und wie ein perfekt abgestimmtes Nährstoffkonzert zur nachhaltigen Heilung beitragen kann. Er taucht tief in die Geheimnisse des Darms ein und erklärt, wie unsere Ernährung unsere Darmgesundheit und damit unser gesamtes Wohlbefinden beeinflussen kann. Entdecke mehr faszinierende und wissenswerte Videos auf unserem Kanal. Abonniere ihn am besten jetzt gleich hier, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Jetzt genieße erstmal den kommenden Interviewausschnitt. Und ganz simpel gesprochen fällt da auf, ohne es auf bestimmte Kulturen ganz einzeln zu spezialisieren, es fällt einfach auf, dass die Bakterien, die wir übrigens überwiegend dann auch in diesen Erdprodukten oder Pflanzenprodukten wiederfinden, dass die Bakterien der Fermentation, also die Fermentationsbasis, wo ein Produkt zersetzt wird unter der Verwendung von Zucker in Milchsäuren und in kurzkettige Fettsäuren, wo Nährstoffe erschlossen werden, also B-Vitamine, K-Vitamine, Spurenelemente, dass diese Bakterien in der Minderzahl sind im Darm und die Bakterien, die eher schädlich sind für uns, die also zum Beispiel unsere Nahrungsprodukte eher verfaulen lassen, die Gase produzieren, Gifte produzieren, sogenannte Exo- und Endotoxine, dass diese Bakterien in die Überzahl kommen. Und dann kriegen wir einen aufgeblähten Bauch durch Gase, wir kriegen Bauchschmerzen, unsere Darmschleimhaut wird verletzt, die eine ganz entscheidende Rolle spielt für unsere Gesundheit. Und dann kommt es sehr schnell zu Entzündungsreaktionen im gesamten Körper. Dazu zeige ich auch nachher gerne noch mal ein ganz überschauliches Bild, was das sehr genau erklärt. Ja, du, wenn du magst, teil auch jetzt schon gerne deinen Bildschirm. Und also du meintest gerade, wenn wir, ich habe nämlich gerade mir Notizen gemacht und habe es vielleicht verpasst. Also wenn wir sozusagen Fermente zu uns nehmen, ist es generell gut. Aber es kann auch sein, dass wir Sachen zu uns nehmen, wo schlechte Mikroben drin sind, die unseren Darm kaputt machen? Selbstverständlich, in jedem Produkt, was ich, also nehmen wir mal an, wir machen jetzt beide zusammen Sauerkraut, so wie die Großmutter es gemacht hat, mit Karotten dazu und fermentieren das Ganze mit ein bisschen Salz und lassen das jetzt mal 2 Wochen stehen. Im Keller bei konstanter Temperatur um die, sagen wir mal, 20 Grad. Dann wird das Produkt am Ende aufgrund der Milchsäurenentwicklung durch den Zucker, also der Zucker der Pflanze wird umgewandelt durch die Lactobakterien in Milchsäuren. Diese Milchsäuren werden die pathologischen Keime reduzieren, beziehungsweise nicht aufleben lassen. Mhm. Wenn ich jetzt allerdings das Produkt nicht in den Kühlschrank stelle danach, sondern draußen stehen lasse, dann wird es irgendwann auch komisch riechen, es wird ein bisschen braun werden, es wird nicht mehr so attraktiv schmecken. Attraktiv ist relativ, viele mögen die Säure nicht. Ich finde es extrem attraktiv, wenn es sehr nach Milchsäure schmeckt. Und es schmeckt immer frisch dann. Das gilt ja genauso für fermentierten Fisch, was auch immer. Ne? Also die schmecken in aller Regel dann extrem frisch. Aber wenn es dann nach einer bestimmten Fermentationszeit nicht kühl gehalten wird, dann wird es weiter sich entwickeln, wo dann eben auch pathologische Keime sich aufbauen. Also das heißt, es kann jedes Produkt auch am Ende irgendwann wieder verfaulen und die Haltbarkeit ist nicht endlos. Aber wenn wir eine überwiegende Anzahl an Fermentationsbakterien haben und eine sehr geringe Anzahl an sogenannten fakultativ pathogenen Keimen, dann haben wir ein hochgesundes Produkt. Und die Fermentation liefert uns ja insbesondere eine extreme Vervielfältigung dieser Bakterien, um dann den Darm mit diesen Bakterien auch zu versorgen, die wir vielleicht über die Jahre nicht mehr richtig entwickelt oder nicht mehr richtig bekommen haben. Es gibt ja viele Ursachen dafür, warum wir einen Mangel an diesen Bakterien haben. Ein Beispiel ist, ich nenne jetzt mal den Katastrophenfall, der Mensch wird geboren über Kaiserschnitt, dann kriegt er über den mangelnden Vaginaldurchtritt schon mal viele
Flora-Bakterien nicht, der da Scheidenschleimhaut, die eben auch für den Darm ganz entscheidend sind. Ja. Da sehen eben auch Lactobakterien. Sondern er kriegt dann eher, oder sie bekommt dann eher Krankenhauskeime, ja, durch den Kaiserschnitt. Heute versucht man das durch entsprechenden Vaginalkontakt im Nachhinein zu vermeiden. Aber lange Zeit war über den Kaiserschnitt diese Thematik hochproblematisch. Und dazu kommt dann in der Folge, dass solche Kinder dann sehr schnell auch Infektionen entwickeln durch die mangelnde Flora-Ausbildung und dann viele Antibiotika dazu bekommen. Vielleicht wurden sie auch nur sehr kurz gestillt durch den Hautkontakt, den fehlenden Hautkontakt, wo auch eine Mikroflora drauf sitzt, die sehr positiv ist für das Kind, kommen auch keine Bakterien hinein. Und dann haben wir auch nur noch sterile Produkte, die wir als Ersatz füttern, und die liefern auch keine entsprechenden Bakterienkulturen. Und dann ist der Darm extrem verarmt an Fermentationsbakterien. Wenn wir dann natürlich auch die typischen Produkte essen, sehr zuckerreich, sehr viel Stärke, ist ja auch nichts anderes als Zucker, dann fördern wir Darmpilze, wir fördern eben auch pathologische Bakterien. Und wir fördern gerade über diese pathologischen Bakterien auch eine Schleimhautdegeneration des Darms. Und diese Schleimhaut, die ist die Grundlage für unsere guten Bakterien. Ich zeige das mal ganz einfach hier an diesem Bild. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Wo man jetzt mal auf der linken Seite hier sieht, den typischen Aufbau des Darms. Der Darm hat ja einmal eine klassische Epithelschicht. Das sieht in der Mundschleimhaut ja auch nicht anders aus. Diese Epithelschicht hier unten hat die Funktion, bestimmte Dinge zu produzieren, wie zum Beispiel Verdauungsenzyme oder Botenstoffe, Serotonin zum Beispiel, oder eben auch gekoppelt mit sogenannten Becherzellen die Schleimproduktion für den Darm. Und auch die Bereitstellung von zum Beispiel Playern des Immunsystems. Also diese Epithelsituation ist hier eine für die Aufnahme von Nährstoffen, aber auch für die Abgabe ins Darmlumen sehr wichtige Wand, die zudem auch eine gewisse Barriere aufrechterhalten muss, dass die Produkte, die da nicht reingehören in den Darm, draußen bleiben. Was gehört nicht in den Körper hinein, wie zum Beispiel Proteine, die unverdaut sind? Ich mache jetzt mal ein Beispiel Gluten. Ein Gluten ist ein schwer verdauliches Protein, was wir im Brot oder in Teigprodukten finden und aus Getreide eben, sogenannte Kleberstoff, der sehr schwer verdaulich ist. Und wenn dieses Gluten als unverdautes Protein in den Körper kommt, dann sagt der Körper, du bist ein Feind. Dich kennen wir nicht, dich wollen wir so nicht. Proteine sollen eigentlich verdaut werden in Aminosäuren und dann als Aminosäuren aufgenommen werden, um dann in der Leber, wo das Ganze hintransportiert wird, eigene Proteine zu bauen. Und diese Barrierefunktion, die hat eben das Epithel. Und wir haben sehr lange immer wieder diskutiert über das Thema Leaky Gut. Das kennt vielleicht auch jeder vom Begriff her. Leaky Gut ist im Grunde genommen eine Öffnung dieses Darmepithels an diesen Schnittstellen hier, wo dann diese Proteine in den Körper hineinkommen. Ja. Wir haben lange geglaubt, dass sozusagen diese Öffnung des Epithels eigentlich erst die krankmachende Funktion ist für viele Erkrankungen, wie eine Hashimoto-Thyreoiditis, wie eine MS, wie jede andere Form der Autoimmunerkrankung, wie Allergien oder Hauterkrankungen. Und wir wissen aber heute, dass die Erkrankung schon viel früher stattfindet, nämlich wenn der Darmschleim kaputt wird. Und für diesen Darmschleim, für den Schutz dieses Darmschleims, sind eben die Bakterien ganz wesentlich mitverantwortlich. Und die Bakterien leben auch in diesem Darmschleim, das heißt, sie produzieren ihre Kommunikationssysteme
auch auf der Basis dieses Darmschleims. Und wenn jetzt hier viele Bakterien sind, die diesen Schleim zerstören, wie zum Beispiel sogenannte fakultativ pathogene Keime, die bestimmte Enzyme produzieren, die den Darmschleim zerstören, dann können die Bakterien, die den brauchen als Medium, wie die Lactobakterien, sehr schlecht darin leben. Wenn dieser Darmschleim kaputt ist, dann kommt es zu einer sehr interessanten Reaktion, die auch erst ganz neu erforscht ist, dass nämlich nicht die Darmwand hier unten, das Epithel, geöffnet sein muss, um eine entzündliche Reaktion hervorzurufen, sondern dann kommt es durch sogenannte dendritische Zellen, diese hier, die wie U-Boote unter dem Epithel schwimmen und jetzt mit solchen U-Boot-Fernrohren hier oben durchgehen und gucken, gibt es da oben Antigene, also quasi feindliche Substanzen, die wir in unserem Körper auf keinen Fall haben wollen. Sind die schon ganz nah gekommen und könnten die eventuell mal durch eine Lücke, wenn zum Beispiel unser Darm sich mal öffnen muss. Spannend, okay, ja. Mhm. Ja, weil zum Beispiel er mal Wasser absondern muss. Kann es dann sein, dass der jetzt hier durchtritt in unseren Körper? Und die dendritischen Zellen kriegen dann Kontakt zum Beispiel zu Gluten. Ja. Wenn ich bei so einer Darmschleimhaut, die so ausgedünnt ist, tatsächlich jetzt Gluten zu mir nehme, ja, dann kommt es zu entzündlichen Reaktionen. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, du hattest einige Aha-Momente und konntest vielleicht das ein oder andere für dich daraus mitnehmen. Interessierst du dich für weitere Themen rund um Darmgesundheit und Ernährung? Dann durchstöbere doch mal unseren Kanal für mehr aufschlussreiche Inhalte. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine unserer spannenden Neuigkeiten mehr zu verpassen. Wir schätzen auch sehr deine Meinung. Teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem heutigen Thema hier unten in den Kommentaren und werde Teil unserer stetig wachsenden Community. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.